Hier ist mein neues Projekt, das ich schon angekündigt habe, und ja, es ist Tropico und ja, Tropico Gold Edition, und wir werden jetzt einfach mal ein Spiel starten und es ist so einigermaßen blind, also neue Karte, ich habe noch nicht so richtig angefangen, habe eben einfach nur mal so angeguckt. So, jetzt können wir das hier ändern? Aha. Ich hätte gern... Ja, so, nee. So. Schwierigkeitsgrad, nee. Schwierigkeitsgrad... Haben wir den so? Dann haben wir den so auf 50%. Mineralien, Bevölkerung... Bevölkerung, so... Wasserfläche... Mitte. Mineralien. Mitte. Vegetation. Ich weiß jetzt nicht, was für hoch und was für niedrig steht. Also. Ich sehe da auch keinen Unterschied, außer dass es ein bisschen heller wird. Machen wir mal so, dass es knapp auf 45% ist, die Schwierigkeit. Und dann. Spielziele. Ruhm und Ehre. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Okay, Geld allein macht glücklich. Auf ins Wirtschaftswunderland Open End. Dann machen wir ein Open End, damit einfach irgendwann mal gestoppt wird. Politische Stabilität. Mittel eher leicht. Mittel. Monströs. Nee. Zufällige was? Häufiger zufällige Ereignisse. Auf manchmal setzen. Regelmäßig. Ökonomie. Auf leicht, ja. Besondere Umstände. Freie Wahlen. Einwanderer. Nein, danke. Nein. Natürlich. Die vergessene Insel. Wäre auch schön. Nee, wir nehmen die... freie Wahlen? Nein. Wir nehmen Rebellion. Nein, die vergessene Insel. Vergessene Insel? Was steht dann da? Ihre Insel liegt weit ab von den USA. Der Vorteil, eine US-Intervention ist wenig wahrscheinlich. Der Nachteil, Touristen scheuen die weite Reise. Sie müssen entweder Discountpreise anbieten. Ah, nee. Dann nehmen wir doch keine. Okay. So. Dann, weiter zum nächsten Herrscher. Ach so, da können wir die Herrscher auswählen. Ach du Scheiße. Fratze. Bauer? Ein Bauer an der Macht. Nein. Der sieht eher aus wie von der italienischen Mafia. Italienische Mafia. Uralte Oma. Oh. Nee. Und ja, außer mal Bin Laden. Nee. Ja, den nehmen wir. Dossier. Universität Moskau. Mann des Volkes. Farmer. Umweltschützer. So sieht er aus. Umweltverschmutzung minus 30%. Lager der Umweltschützer 25%. Baukosten 10%. Plus 10%, ne. Baulöwe, Umweltverschmutzung dafür plus 50. Kriminalitätsrate. Das ist schwer. Linker Schriftsteller, nein. Farmer, nein. Beziehung zu USA minus 15%, nee. Beziehung zu Russland, nee. Harvard. Ach, dann bleiben wir der Umweltschützer oder Popsänger. Nee, doch, wir sind Popsänger, komm. Nee, doch, wir sind Popsänger. Nachtclub-Bewertung, Tourismus-Bewertung, Beziehung zu USA. Ey, es ist doch... Achtung, insgesamt plus 5%. Ja, es ist doch gut. Kommunistisches Lager, kommunistische Revolution. Gewählt als Sozialist. Ja, kommt. Spielprinz, Kronprinz.
Demokratieerwartung gering, dafür Achtung insgesamt plus 10. Nein, wir lassen das so. Charismatisch, ja, Umweltfreund Post. Jähzornig, zwanghafter Spieler. Was? Warte. Jährliche Verluste durch Glücksspiel, 300 bis 1500 Dollar. Alkoholiker? Beziehung zu Russland plus 10%, wie geil ist das? Produktivität gesamt, nee, hässlich. Achso, zwanghafter Lügner, nein. Schürzenjäger, nein. Ah ja, das ist doch alles, achso, Schwächen. Ach so, verblödet. Feige, nein. Paranoiker. Voll verachtet wie Soldaten, schlecht sitzendes Toupet. Jährliche Pay-TV-Einnahmen. Das wäre doch gut. Kosten für Edikte, Beziehungen, nein, geizig, oh, kommt. Okay, dann lassen wir das einfach so. Okay, dann gehen wir auf in die Welt von Tropico. Und scheiße, seht ihr mein... Und so bin ich wieder zurück und wir sind hier in Tropico Island und ja, das Ziel ist, wir haben kein Ziel und ich hoffe mal, dass diese Zahl da oben nicht die ganze Zeit jetzt, also dass die nicht im Video dann auch so verbuggt ist oder irgendwie so. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier in Tropico, wir haben knapp 10.000 Dollar, wir sind im Februar 1950 und wir werden mal, anstatt normal, werden wir langsam die Spielgeschwindigkeit halten. Und ja, dann werden wir gleich mal anfangen mit bauen. Und zwar ein Haus. Das... Nee, werden wir nicht. Wir werden erstmal die Leute ein bisschen untersuchen. Hallo, Corazon Quintana. Okay, bis jetzt... Ja, der sieht recht zufrieden aus. Der sieht zufrieden aus. Also bis jetzt ist Wohnen am wenigsten. Wohnen... Übrigens, das... Am hellsten ist das, was die am meisten wollen. Glaube ich. Also Job will der jetzt sehr viel. Wohnen hätte der jetzt gern und Job. Und Job ist hier auch nicht so gerade... Ah, okay, hier werden Jobs gebraucht, sehr viele. Und Wohnen möchten viele. Also schöner. Deswegen werden wir jetzt hier anfangen mit einem Haus. Also nicht nur eins, also werden wir gleich mal zwei machen. Und hier jetzt mal, hier kann man die Priorität, also wie sehr das gebraucht wird, also wie schnell es gebaut wird. Machen wir jetzt mal bei den beiden hoch und die Miete setzen wir auch noch ein bisschen höher, damit wir auch ein bisschen Geld bekommen, weil lohnt sich ja sonst nicht. Okay, wir sind auf der Insel Rancagua, ja, und da haben Schiffe, sind hier Schiffe gekommen mit, ja, mit Einwanderern oder so, Transporteur, Farmer, hallo. Geht drauf. Död. Farmer. Haben wir hier nur Farmer bekommen, oder was? Bauarbeiter. Hey! Okay, dann schauen wir uns nochmal die... Oh, Farmer. Okay, es geht gerade weg. Okay, dann werden wir mal hier... der will keinen Job, sieht so aus. Also, gar keinen Job. Dem ist Wohnen egal, Religion. Religion ist ihm wichtig, dann Religion nicht so wichtig, Job, okay, dann werden wir uns erstmal für Wohnen noch ein bisschen mehr einsetzen und für einen Job, da könnten wir, haben jetzt nicht so viel Geld im Moment noch, aber wir könnten farmen, eine Maisfarm könnten wir machen, aber wo, jetzt genau? Hier, so abseits gelegen. Ja. So, dann... Nein, nicht noch eine. Wir könnten auch...
Oh, das war ein Viehhof für Rinder. Das hier ist eine Maisfarm. Shit. Aber davon haben wir ja noch genug eigentlich. Sieht zumindest mal so aus. Nee, da haben wir echt genug von. Was gibt's hier noch? Nein, Attraktionen brauchen wir noch nicht für Touristen. Billiges Hotel, wie viel kostet das? Nein, das sieht schäbig aus, also wirklich richtig schäbig. Eine Bar. Könnten wir doch mal hier so an den Strand setzen, so eine Strandbar. Aber da gibt's doch hier bestimmt auch eine eigene Strandbar, oder? Nachtclub, oh. Soziale Einrichtungen, Krankenhaus. Ist den meisten Leuten, glaube ich, noch nicht so wichtig. Okay, dann Entertainment. Hier, Touristenattraktionen. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Strandbad. Nee. Oh, da kommt gerade wieder ein Schiff. Finde ich sehr gut. Dann machen wir hier... Nicht einen Nachtclub, eine Bar. Machen wir hierher. So schön an den Strand hier. Ist doch bestimmt schön. Da kommt jetzt ein Schiff gerade und dann gehen wir mal wieder hier raus. Okay, jetzt könnten wir auch mal hier probieren mit Dings. Hier, Politik, die Leute auf unsere Seite zu bekommen. Was ist das? Also, Papstvisite, nee, nee. Gefängnisse öffnen, nee, nee. Vorgezogene Wahl. Nein, 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 nein. Wir haben nicht genug Geld dafür. Sozial, was könnten wir hier machen? Nahrung für das Volk. Haben sie irgendwelche Probleme mit Essen? Nee, die haben eher Probleme mit dem Wohnen hier. Gibt's hier schon Leute, die drin wohnen? Ah, da wo, da kommt natürlich gleich Arturo Estevez, wenn die Miete auf so steht. Deswegen werde ich jetzt mal die Miete wieder hochsetzen, damit der Sack da rausgeht. Hallo, Priorität ist hier hoch. Hier können wir den Lohn mal ein bisschen höher machen, aber dafür auch den Preis. Preis noch höher. War das hier ein Hund? Da hat eben irgendwie ein Hund gebellt. Egal. So, können wir auch mal ein bisschen näher an die Leute ran. Mal sehen, wie geht's dir? Wohnen. Wird hier jetzt mal gebaut? Ja, hier wird schön gebaut von... Warten mal. Durst, dreh dich. Frauen an der Arbeit. Oh, wow, wow, wow. Okay, was kann man hier noch machen? Erstmal so. Wir können jetzt hier erstmal noch gucken. Ist jetzt schon jemand eingezogen? Nur. Dann könnten wir hier mal als nächstes, denke ich mal, ein... Mine? Nee, Holzfällerbetrieb. Haben wir Holzfäller hier? Haben wir hier Holzfäller? Können wir jetzt mal gucken. Nee, Dockarbeiter. Transporteur. Hallo, geht ruf. Geht ruf. Kind. Kind, wir haben hier Kinder. Farmer. Schon wieder ein Hund. Stärken keine. Oh, bist du ein Opfer. Mutter. Bauarbeiter, oh. Ruheständler. Was habe ich hier alles für so Leute? Das können wir hier jetzt auch mal gucken, glaube ich. Jahrbuch. Ja, hier kann man gucken, was man hier so... Bürger. Listen, hier, glaube ich. Zufriedenheit. Unzufrieden. Hey, was willst du? Cristobal. Cristobal können wir jetzt mal gleich mal gucken. Was? Job. Der braucht einen Job. Was ist er? Farmer. Und Dockarbeiter. Okay, dann könntest du doch hier arbeiten. Mach doch. Ist nicht mein Problem. Haus wurde fertiggestellt. Mal sehen. Noch niemand drin? Noch niemand drin? Wieso? Wieso sind da keine drin? Die Leute wollen doch alle Häuser. Was willst du? Du willst wohnen. Du willst wohnen. Du willst wohnen. Ein Frachter. Ein Einwanderer. Okay, da können wir mal gucken, wer das ist. Nein! Geh zu. Was bist du? Auf jeden Fall bist du mal fett. Das ist schon mal klar.
Du bist ein Transporteur. Du bist fett. Dir ist Wohnen null wichtig. Du willst einen Job als Transporteur. Kann ich dir leider nicht helfen. Das wird jetzt gemacht. Finde ich gut. Jetzt die Priorität hier mal hoch. Und so. Hund, sei ruhig. Wohnen nicht so. Achtung. Was ist Achtung? Job, wohnen. Wohnen ist ihm nicht so wichtig. Wohnen, wohnen, wohnen. Was willst du? Was willst du? Kevin Ferguson. Wohnen. Aber denen ist das Wohnen... Was ist das jetzt? So. Wir gehen mal hier wieder weiter weg. So, und dann könnte das jetzt eigentlich mal die erste Aufnahme schon mal gewesen sein von Tropico. Ich hoffe, euch gefällt das Dings. Jetzt könnte ich hier nochmal gucken, was hier zum Minen... Mine kann man hier ein bisschen weiter wegsetzen, oder? Eigentlich. So eine Mine. Ja, so eine Mine kann man hierher setzen, denke ich mal. Aber Priorität setzen wir noch nicht so hoch. Und dann war's das für die erste Aufnahme und abbrechen. Ich möchte hier aus dem Baumodus raus. Hier ist unsere schöne Insel, mit der wir hier reingestartet haben. Und soll ich noch warten auf diese Frachter? Ich warte noch auf die Frachter. Oh mein Gott, es sind viel zu viele. Wir waren keine Anwanderer. Ja, was soll das? Keine Einwanderer. Boah, ist zu laut. Dann, was willst du? Ach so, hier wird dann exportiert von unserem Dockarbeiter hier. Ich muss arbeiten. Ich gehe nach Hause und leg mich ein bisschen schlafen. Mist, schon wieder Malochen. Was ist Malochen? Hoffentlich mögen mich alle in meiner neuen Arbeit. Ich muss zur Arbeit. Entertainment, wenn ich das schon höre. Ein Bier will ich. Ja, da, hier. Bar. Kannst du mal hier... Entertainment, Umwelt... Umwelt ist zwar sehr hoch, aber nicht so wichtig ihm, aber... Wohnen ist ganz unten, aber es ist ihm auch nicht so wichtig. Ein Job hätte er gerne. Einen besseren, oder was? Okay, dann... Was willst du? Und mich nervt die Fraps-Zahl da oben. Job. Wohnen. Ja, auf jeden Fall, das war's erstmal für die erste Aufnahme von Tropico Gold oder Tropico Island oder keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Auf jeden Fall werde ich hier die Folge... Bar wurde fertiggestellt. Können wir auch mal gleich hier gucken. Hier, keine Kleiderordnung. Was bist du für einer? Arbeitslos. Du arbeitest doch jetzt da in der Bar, oder? Hallo, du arbeitest in der Bar. Du bist nicht arbeitshoch. Intelligenz miserabel. Dummheit. Bildung keine. Intelligenz mittel. Das können wir auch noch schnell gucken. Eher hoch. Okay. Keine Bildung, aber... Okay, dann war's das jetzt wirklich mal für die erste Aufnahme. Und... Tschö, tschö. Wir sehen uns wieder bei Tropico Island. Und tschö, tschö.